Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks Replays. Ein Replay von euch und zwar heute vom lieben Niki 1000 aus dem Clan Hunde mit dem Cromwell B. Mit einem, ja, Matchup, was schlechter nicht sein kann. Und zwar sind wir auf Abbey oder Kloster Low Tier hier und ich glaube zumindest das gelesen zu haben, dass er eventuell einen dynamischen Zug erstellt hat. Also zumindest der Xephos hat gefragt auf Englisch, wie denn die TS-Daten seien und so weiter und so fort. Also liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier um ein dynamisches Platoon handelt. Finde ich ziemlich cool, wenn Spieler diese Funktion nutzen und so versuchen, ja, Mitspieler zu finden. Also es ist kein unnützes Feature und zeigt, dass auch eine schöne Community quasi vorhanden sein kann bei World of Tanks. Das bezweifeln ja immer noch viele. Er ist da an einer sehr schönen Stelle in der Mitte von Abbey und ich stelle mich da selber ganz gerne hin. Irgendwie sind meine Sounds schon wieder ein bisschen laut. Ich werde die nochmal hier kurz ändern. Tut mir leid, es liegt immer noch an dem Modpack leider. Ja, da kommt man nicht ganz so leicht durch mit dem Cromwell B. Mal sehen, ob er es schafft. Es ist nicht einfach. Ich glaube, da konnte man mal durch. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das immer noch kann. Oder ob man es mit dem Cromwell B überhaupt kann. Ja, vielleicht kurz zum Cromwell B. Eigentlich ist der Cromwell B fast identisch mit seinem Counterpart, den man für normale Erfahrung freikaufen kann. Ja, genau, da kommt man doch durch. Mit genügend Schwung, aber nicht feststecken lassen. Ein bisschen die Wanne drehen. Ja. Bin mal gespannt. Wenn jemand hochschieben würde, wäre das noch einfacher. Jetzt mit noch mehr Schwung. Ah, ich bin mal gespannt. Oh, jetzt hat das fast geschafft. Ja. Ja, ich wollte schon sagen, da kommt man mit dem Cromwell B. Oder mit dem Cromwell an sich kommt man da durch. Er hat es hier mit dem auch geschafft. Der Cromwell B. Ja, im Endeffekt die gut aussehende oder besser aussehende Variante des Cromwells. Eigentlich nicht großartig anders. Ich meine mich zu erinnern, dass die Genauigkeit in der Turmdrehung ein bisschen schlechter ist. Er aber insgesamt ganz kleines bisschen schneller ist. Aber im Endeffekt sind das so eine Unterschiede, die sind so gering, dass man eigentlich sagen kann, er spielt sich nahezu identisch mit dem normalen Cromwell. Mit Premium Matchmaking, beziehungsweise nicht Premium Matchmaking, sondern Premium Credit Income. Hat also ganz normales Matchmaking 6er bis 8er, deswegen ist er hier auch in einem 8er Match. Warum wurde dieses Ding geschaffen? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, das war ein spezielles Event, da kam auch der T-3485 und die IS-2 kamen in die Stores. Und zwar waren es die sogenannten Berlin-Panzer zur Siegesparade, anlässlich der Siegesparade des 7. September 1945 in Berlin. Also die kamen auch zum 7. September dann in die Stores oder in den Premium-Laden. Hat hier übrigens eine ganz schicke Position, kann hier zwischen zwei Wracks durchsnipern. Ja, an dem T-28 Prot wird er so an der Stelle nicht durchkommen. Spottet hier auch eine ganze Menge, also er hat eine ganze Menge offen. Jagdpanzer 4 kriegt jetzt noch ein paar Hits ab. Die DPM von dem Cromwell und auch dem Cromwell B ist hervorragend, selbst für Tierstufe 8. Also alle, was haben wir hier? Wir haben 15 Schuss die Minute, 15,38 Schuss die Minute. Er hat hier wirklich eine gute Position, wo er sehr wenig von seiner Hülle zeigt. Der Turm des Cromwell B und auch des normalen Cromwells ist dabei zumindest, ja, halbwegs hart, sage ich mal. Wir haben rund, bei dem Cromwell B haben wir, glaube ich, 76 mm frontal. Aber, das muss ich an der Stelle kurz mal zeigen, wir haben eigentlich eine relativ, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, wir hätten eine breite Kanonenblende, aber ich glaube, dass das noch ein bisschen zählt, beziehungsweise wenn man das halbwegs anwinkelt, dann geht das schon. Ansonsten ist der Cromwell sehr weich. Mit dem Cromwell, wenn man ihn spielt, sollte man zu Anfang nicht zu viel riskieren, damit man später noch seinen Strukturpool hat, um härtere Ziele wirklich frontal zu engagen, wirklich frontal anzugehen und sie eventuell zu zirkeln oder zu versuchen auszuspielen. Dafür braucht man seinen Strukturpool noch in der späteren Hälfte des Spiels. Hier den Amix 1375 schön rausgenommen. Entschuldigung. Und ja, dafür eignet er sich nämlich ganz gut. Also zirkeln kann der Cromwell wirklich hervorragend, weil er recht schnell ist, sehr schnell ranfahren kann und die Turmdrehgeschwindigkeit auch in Ordnung ist. Die Terrainresistance ist auch in Ordnung. Ja, viel mehr gibt es über den Panzer eigentlich nicht zu sagen. Gucken wir mal zurück zum Spiel. Er ist hier immer noch auf seiner Position beim Kloster oben. Jetzt merkt er, da wird gekappt und komischerweise ist da eine Arti. What the fuck?
Jetzt schnell mal den T32 auf dem Weg Richtung Cap mitnehmen. 3 Kills haben wir schon, es steht 10-9. Wir haben schon 1200 Schaden auf der Kette. Und der GW Panther ist tatsächlich in die Basis gefahren, hat gecapped und hat die Art, hat die Arti rausgenommen und ist jetzt im Cap. Der war leider nicht blind getroffen. Er steht da innerhalb seiner Sichtweite und kriegt den GW Panther nicht auf, weil wahrscheinlich er hinter dem Baum steht. Also ich würde hinter dem Baum schießen. Alles andere müsste er eigentlich aufkriegen. Genau dort. Ich bin leider irgendwie ein bisschen angeschlagen im Hals. Ich hoffe, das gibt sich. Ja, jetzt geht der T-35-85 spotten. Sein Platoon-Kollege. Oh. Ja, sei ich ja. Hinter irgendeinem Busch muss er gestanden haben. Ich hätte jetzt eher links erstmal geschossen. Hätte ich links nicht getroffen, hätte ich wahrscheinlich hinter den anderen Baum geschossen. Aber das ist mal ein ganz gutes Indiz. Wenn ihr wisst, dass ihr ihn eigentlich aufkriegen müsstet, rein von der Sichtweite her, dann kann er nur hinter einem Hindernis stehen. Also entweder Busch oder Baum. Irgendwas, was die Sicht verdeckt. Und dann würde ich hinter diese Objekte Blindshots schießen. Das vielleicht so als kleiner Tipp nebenbei. Zumindest so ein Panzer wie den GW Panther müsste man da locker eigentlich mit maximaler Sichtweite aufmachen. So, jetzt schöne seitliche Hits auf den IS-3. Und ihr seht, wie wichtig oder wie interessant und strategisch günstig die Position hier am Kloster auch ist. Also er kann in beide Richtungen quasi wirken. Auf beide Caps kann er hier wirken, wenn er da freies Spiel hat. Und ihm wurde da nicht wirklich viel entgegengebracht. Im Gegnerteam gibt es lediglich einen T-35-85 als Medium-Tank. Entweder wusste er das, hat es erkannt und hat deswegen seine Chance hier gewahrt und ist in die Mitte gefahren. Oder er hat es einfach so aus Intuition gemacht, weil man das ohnehin macht. Aber im Prinzip, sei es drum, egal wie er sich entschieden hat, das war eine gute Entscheidung. Mit so wenig Mediums und Lights im Gegnerteam ist die Position sehr leicht zu verteidigen und wirklich Gold wert. Und ihr seht ja hier, wie er hier rudern kann, in welche Richtung er wirken kann. Einmal schon zurück zum Cap, den Cap von der Arti quasi verhindert, auf den gegnerischen Cap wirken können. Ist jetzt schon mit 2000 Schaden unterwegs. 4 Abschüsse hat er. Da kommt er nicht ran. Aber es wäre ja nicht die Mitposition, wenn es nicht die Mitposition wäre. Hier gibt es auch wieder einen Ausgang. Da passt der Cromwell auch durch. Und voila. Man kann auch auf die andere Gasse wirken. Ja, da ist ein kleines Fenster. Das ist mit einem eingestürztes Haus. Da kommt er nicht ran. Also er muss ein bisschen Geduld haben. Jetzt kommt er ran. Ah, ouch. Ah, trotzdem, bleib drauf. Den kriegst du noch. Okay, er will nichts riskieren. Fährt jetzt doch lieber nochmal ein Stück anders. Mal gucken. Er könnte sich jetzt droppen lassen und das versuchen. Tut er auch. Er fährt runter, haut ein bisschen viele Bäume um. Es gibt übrigens Mods, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Und die möchte ich nicht verherrlichen und nicht gutheißen. Es gibt Mods, deswegen sollten wir nochmal aufpassen, die auf der Minimap anzeigen, wo man Bäume und Gegenstände umfährt. Die zeigen einem das dann an. Nach EU-Recht oder nach EU, Wargaming EU, gibt es kein Verbot für solche artige Mods. Es sind ja keine Mods verboten in Europa leider. Aber die sind schon sehr OP. Das heißt, Bäume umfahren, man kriegt es auf der Map angezeigt, also immer versuchen zu vermeiden, Bäume umzufahren. Man weiß nie, welcher Trottel diese Mods benutzt. Das ist jetzt ein ganz guter Approach, sage ich mal. Er fährt einmal komplett rum, er kann seine Geschwindigkeit da hier voll ausspielen und fährt einfach komplett um den T28-Prot rum. Der T28-Prot hat eine extrem langsame Turbendrehgeschwindigkeit, weshalb er da ohne Probleme ihn dann rausnehmen kann. Gut gedacht, gut gemacht und gut umgesetzt, würde ich sagen. Ja, wir gucken uns gleich mal die Statistiken an. Bis gleich. So, da sind wir am Statistikbildschirm. Wir haben Sieg, haben wir gesehen. Er hat das zweite Gunmark bekommen. Sehr interessant. Ich muss mir den Cornwall unbedingt auch noch holen und in die Garage stellen. Ich habe ja aktuell den T-485. Ne, den Rudi halt, ne? Also das Pendant dazu. Aber der Cornwall B, der wäre noch interessant. Aber ich konnte mir nicht alle auf einmal kaufen. Das ging nicht. So, ansonsten hat er die Mastery Badge bekommen an der Stelle. Und Bruiser, Fighter sowie Fire for Effect. Und eine schöne Levas Leihhosen Medal. Die bedeutet im Endeffekt, dass man zwei Panzer zerstören muss, die zwei Tierstufen über einem sind. Und das hat er geschafft. Er hat ja den T28 Prototype rausgenommen und den T32. Die beiden sind zwei Tierstufen über ihm. Ansonsten
Der GW Panther ist, glaube ich, auch. Mit Artis kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wo ist denn der GW Panther? Ah, lassen wir das. Auf jeden Fall hat er zwei Ziele zerstört, die zwei Tierstufen über ihm sind. 63.964 Credits und 2.175 Erfahrungspunkte. In seinem Team hat er die meisten Erfahrungspunkte, die meisten Basiserfahrungspunkte. Das waren 1.450 an der Zahl. Auch eine ganze Menge mit vier Achievements, sage ich mal, Medaillen ausgezeichnet. Wirklich ziemlich top. Die anderen Leute aus seinem Platoon, naja, der T-485 hat nichts gerissen. Der Cromwell B hat noch ordentlich was gemacht, hat dafür auch Fire for Effect bekommen. Und ansonsten der Tiger 2. Im Gegnerteam gab es auch eine ganze Menge Leute, die eigentlich ordentlich was gerissen haben. IS-3, T-28 Prototype, T-32, Oho. Das waren so die Haupt-Carries, sage ich mal in Anführungszeichen, aus deren Team. Größter Nachteil dieses Teams war halt, dass sie zu wenig Mediums hatten, um die Mitte zu halten. Und das hat der Niki da hervorragend ausgenutzt. 28 Schuss abgegeben, 28 getroffen, 24 sind dann tatsächlich durchgekommen. Ist eigentlich typisch für einen Cromwell. Er hat nur 20.000 Credits bekommen, weil er vermutlich auch Gold geschossen hat. Ist aber überhaupt nicht verwerflich in einem Achtermatch, finde ich, zumindest mit dem Cromwell. Ist leider so, dass man mancherlei in manchen Situationen wirklich nicht drum rumkommt. Ansonsten wäre man nutzlos und würde das Spiel auch nicht gewinnen können. Es ist halt leider echt so. Man kann nicht immer die Leute umfahren. Also, ich finde Premium-Munition doof. Ich würde wünschte mir, dass sie auch abgeschafft werden würde, aber wenn sie abgeschafft werden würde, dann müssten sie auch das Matchmaking komplett überarbeiten. Und das fände ich mal einen netten Ansatz für Wargaming und bin stark dafür, dass sie mal das komplette Matchmaking etwas fairer gestalten und dann auch die Premium-Munition wegcachen. Denn ich sag mal zum Beispiel, eine Maus auf T10, ein C10-Panzer kann auch eine Maus durchschlagen. Da braucht man kein Gold für. Gut, das vielleicht dazu. Ja, ansonsten, Spotting Damage hat er tatsächlich nicht sonderlich viel gemacht. Und zwar 0. 0. Hätte ich ja gedacht, dass er mehr macht, weil er da relativ viel aufgedeckt hat. Aber scheinbar hat das schon jemand anderes zuvor gemacht. Wie gesagt, gab es ja kaum Mediums. Ansonsten 2.828 Erfahrungspunkte sind bei rumgekommen. Und irgendwie Bonus für Premium Vehicle Tier ist ja interessant, dass das hier noch mit angezeigt wird. Aber ja, das war es auf jeden Fall für dieses Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mir auch ein Replay einsenden wollt, dann ladet es bitte auf wotreplays.com hoch. Und zwar nur diese Seite. Es ist ganz wichtig, ich weiß, dass Quickie Baby beispielsweise auch eine Replay-Seite hat, die ist aber scheiße. Weil es da durchaus vorkommt, dass die Replays nach ein paar Tagen nicht mehr zur Verfügung stehen. Entweder weil Quickie Baby die irgendwie verwurstet und dann löscht er die. Dann löscht er die runter und dann sind es nur 0 KB-Files. Oder sie einfach nicht für anständig befunden werden, beziehungsweise das ist nicht interessant genug oder sonst was und dann werden die da auch runtergecached oder sie sind einfach schon zu lange drauf. Das passiert da leider. Und ich glaube, es gibt da auch mit dem Upload irgendein Problem. Also, ich habe ein wirklich richtig schönes Replay geschickt bekommen. Es wurde einmal runtergeladen von der Seite, das habe ich gesehen. Und danach stand es nicht mehr zur Verfügung und das ist wirklich sehr ärgerlich. Also, wenn ihr mir ein Replay schicken wollt, bitte auf wotreplays.com hochladen. Und also auf diese Seite und nicht auf irgendwelche anderen Seiten. Denn hier bleiben sie, hier sind sie immer online, sie werden hier nie runtergenommen. Und ja, dann kann ich die nämlich auch mir angucken, runterladen und euch zeigen. Jo, das war es soweit von dieser Folge. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Rio. Tschüss.